Bei der BAFTA-Verleihung wurde Cate Blanchett bereits für ihre Rolle als Dirigentin im Film Tar ausgezeichnet. Und auch auf einen Oscar für die beste Hauptdarstellerin kann sie sich Hoffnung machen. Doch erstmal bringt die Deutschlandpremiere ihres Films auf der Berlinale sie zurück nach Berlin. Für die Dreharbeiten von Tar war sie lange in der Hauptstadt. Es ist wunderbar, wieder in Berlin zu sein. Hier haben wir den Film gedreht und es fühlt sich an wie ein passender Abschluss für alles. Einige Mitglieder des Orchesters, die hier waren, heute Abend bei uns zu haben. Und es ist ein Festival, das ich liebe. Es fühlt sich an, als käme der Film nach Hause. Auch Nina Hoss, die im Film mitspielt, freut sich, auf der Berlinale zu sein. Es war einfach, wenn ich jetzt zurückdenke, wie das alles angefangen hat und jetzt hier anzukommen, das war so eine wirbelwindartige, aber auch so eine intensive und wundervolle Zeit. Also ich bin ganz selig.